dann machen wir noch Werms Anwesen. Immerhin. Glendale ist ein bisschen erschöpft schon. Aber das ist ja nicht so anstellen. Gescheitertes Ritual, da machen wir dann gleich mit natürlich. Oh, Residenz der Herobrit. Wie kommen wir denn da hinten? Einsammeln. Ah. Gibt's da Ach, die wird sich sicher freuen, wenn wir ihr die Bude ausräumen. Ändern wir den Kurs. Der Dance der Derivates. Charaktere sind erschöpft. Möchtest du dich ausruhen? Nö. Da mal abspeichern hier. Residenz der Tirabates. Der Kämpfer? Hi. War hier drüben irgendwas? No. Du hast denn der verzaubert? Soll denn verzaubert sein? Ich will keine Verbündeten um mich. I know the way. Let me draw the first blood. Leider. Neutral wäre ein Mensch. Aber. Kann man das irgendwie aufheben? The spirits demand your blood. Ah. Nebenbei. Ach, sie ist ja erschöpft. Sie kann das nicht machen. Dann stell dich mal in den Weg. Go for their heart! Hat schon ganz schön viel Leben, ey. Und wo. Oh, oh. Distract them for me! Haut schon endlich rein. Da. Make every strike count. Weitere Wahnsinnige da auch noch. Ah.
18 ist schon schwer, dass man drüber kommt. Zeit für etwas Glorie. Da haben wir den Kandidaten. Schritt zurückgehen. Halt falsch. Wollte das macht mein Sohn weghacken hier. Hier. Ja, noch immer, ey. What the heck, ey. Erfolgreich. Wow, was für eine schöne, erfolgreiche Runde. Alles halbiert. Nice. Time to share your treasures. Okay, dann so. You won't survive me. Okay, das ist nett, das sang's einen zumindest. Wenn es ein völliger Unsinn ist, was wir da machen. Drückt endlich nach. So. Oh.
Body. T. Ah. Oh, aber immerhin trotzdem. Auf Feuer. Oh. Der andere hat sicher gespürt, so. Endure this! Oh Mann, ey. Vielleicht sollte ich doch eher auf. This'll leave a bruise. Okay, was hat er noch für Tricks auf Lager? Immer recht viele eigentlich. Okay, dann halt nicht, ey. Make every strike count. Okay. So. Okay, Gott sei Dank dann nie. So. Magische Geschosse. Geh doch egal. Aha. So. Ja, aber ich habe die Seele auch nebenbei. Okay. Into the grave. Marched me to the bones today. So, sie müssen ihre Gruppe erst sammeln. wir müssen ja die Held zu machen. Time's not waiting. I will help where I can. Du darfst mir selbst heilen. I heed the voice of the spirits. Meditate on your mistakes. Ask nicely. Make you feel better. We'll make things right. Oh, nur mit zwei. Esmo, Axel, yes, yes. Esmo, Axel, yes, yes. So, einmal Esmo, Heilung. Axel, yes, yes. Heilung war geil. Esmo, Axel, yes, yes. Esmo, Axel, yes, yes. Nice. So. Ja, im Prinzip steht die Gruppe wieder. Ja, looten wir mal ein bisschen. Mann. 30. Ja. Nützer. Oh, hier haben wir ja noch was. Da. Ja, silberne Kette, Feenpilz. Follow my lead. Mhm. Okay. So. Was ist denn da jetzt los? Wenn ich würde gerne Bauschen machen.
So, haben wir es. Das kann man wieder nicht passieren hier. Okay, dann mache ich keine Pause. Erstaunlich, Sir. Ready for anything. I heed the voice of the spirits. You're a good person. I like you. Mann, sowas nervt mich. So. I'm here. Wer hat denn noch? Meditate on your mistakes. No mistakes. Might make you feel better. Wir könnten da schnell rüberlaufen, ne? A trivial matter. Mal abgespeichert. So. Vorbereitungsphase. Mischt. Wenn wir aber gleich mit dem Cast anfangen. We'll make things right. Something wrong? I know what to do. Probieren wir es einfach. Yet another obstacle. Yes. Cover me, all right? You've crossed the wrong mongrel. Surrender or else. Okay. Okay. Derweil gefällt es mir noch besser, der Kampf jetzt, als wieder Folge. Okay. Jetzt ist sie da. Wo ist sie? Start. Let's try this way. Okay, haben wir irgendwas Lustiges hier? Der Schwimmen zum Beispiel. Das. You won't survive me. Was ist? You are today's sacrifice. Distract them from me. Ah, da ist sie. Okay. Ein Fehlschlag. Thank you.
endure this! Wollte ich übersehen? Wird auch schon wieder irgendwelche lustigen Sachen. Succubus, ja, es. Jetzt klopfen wir den eigenen nieder, wie jetzt. Schlaf könnte hinhauen. Lass uns was probieren. Ama, so, Taya. Es war so. Schon nicht so schlecht, glaube ich, aber leider zu wenig. Inshallah. Make every strike count. So, okay. Was haben wir hier im Angebot? Irgendein Segen oder irgendwie was Geistliches, dass wir denn zu Bann kommen, ey.
mit Bann. Das ist eigentlich sogar nur das. Ja. Alle so derbe. Ja, hat der das jetzt oder? Nee. Schon ewig. Schwierigkeitsgrad 21, nice. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das gefällt so gut. 20. Man merkt ja auch, dass es getroffen worden ist. So. You've crossed the wrong mongrel. Was haben wir da noch im Angebot? Ein paar leichte Wunden heilen werden wir sicher brauchen. Heilen kann sie nicht. So. So. Schade. Er mag mich nicht. Aber gut, er macht sonst dafür nichts anders. So. Okay. Ganz mit die Zange nehmen. Ah, okay. Die Zange nehmen. Also das ist, weil der Hund da daneben. Weil der Hund daneben ist, nehmen wir den Gegner in die Zange. Okay. Böses Niederstrecken plus 3. Handschuhe, das ist schon okay. Naja. Vielleicht hat Lan auch mal einen Lucky Hit. Nein, hat er nicht. Und das Kind soll einfach mal da so gut anschreien da. Ne. Das macht leider. So. Yeah.
Ein Schamanum gibt sich selber erhalte einen Moralbums von einer Waffenschanz. Okay. Zeit für Schaden. Au, viel Schaden. Oh no. Das ist wichtig tatsächlich, dass die in die Zange genommen wird. Und wenn es nicht so eine komische kleine Ratte ist, ey. Das einfach da daneben steht. So. Und es hat schon immer gezählt. Und in die Zange genommen hat schon wieder nicht mehr gezählt. So ein Stan. Kaum ein Treffer zumindest einmal, das wäre mal nice. Eieiei, wenn es für die jetzt kein Level up gibt, ey. Sag's euch. Stackt es? Oh, scheint so. Haben wir ihm auch göttliche Führung gegeben? Wie lange ist er noch übernommen? Ja, schon. Ah, schauen wir mal. Man lernt ihn ja aus. Mal gucken. Zeit wieder. Ja, blenden. Weil wir das Licht aufdrehen. Gerade. Die Zange nehmen, funktioniert wieder. Yes, okay. Godzilla, wir gehen rein. Ja! 31. Geil. Das war mal endlich gibt's mal was auf die Mütze, ey. Natural 20, jawohl. So geht da was weiter, ey. Lotte Freude. Aha. Make every strike count. Land kommt nicht durch. I'll hit you. Okay. I'll cut you wide open. Auch nicht. Schande. Ja, Sela, ihr Tankin. 300 Erfahrung nur. Im Ernst. 10 Schaden hat gereicht. Wie viel Schaden hat's? Eine gerade 26 hat's zusammengebracht. Das war mit einem guten Wurf. Ja. Cool. Abspeichern. Kannst du während des Kampfes nicht abspeichern? Oh. Wie lange ist denn der Monsieur jetzt noch übernommen?
Na, fangen wir mal. Zeit des Tages bekommt Sela eine Heilung. Das Fett anfängt auch schon. Ah, hallo. Ja. Wer's? Blenden. Gamers können. So. Ja, schon. Die letzte Runde offensichtlich. Can we rest now? So. No. Okay. Now? Aber jetzt wird abgespeichert. So. Looten. Verzauberter Kämpfer. Okay. Alles aufglauben hier. No, what is that? Erfolgreich, erfolgreich, erfolgreich. Ihre Best Brief. Aha. 830 Gold, das hat sie ausgezahlt. So, den Brief, den haben wir uns jetzt hart erkämpft, ey. Ihre Best Brief. Anivia, wenn du diese Zeilen liest, weißt du, dass ich am Leben bin und einen Trupp zur Verteidigung der Stadt um mich scharre, wenn wir uns zum Hütterhaus durchschlagen, in der Taverne unserer Hauptquartier aufschlagen und dort die Stellung halten, bis Hilfe eintrifft oder, so es die Göttin will, die graue Garnison angreift. Ich liebe dich und vertraue darauf, dass wir uns in dieser Welt wiedersehen werden, ihre Bess. Okay. Eine Tür, die nirgendwo hinführt, wie man es halt zu Hause immer hat. Sicherheitshalber. So. Was für ein Kampf, ey. Da bekommt man nur so wenig SP, ey. Charakter. Wie man eigentlich. Ah, oh, so drauf. Ey, 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 ey. Und jetzt. Ja, es hilft halt nicht. Es hilft halt nicht. Das einsammeln, ohne dass man cool alles hilft jetzt an Gold. Haben wir das auch abgegrasen? Nun? Ja, das müssen wir leider wieder retour. Wir sind im Eimer. 5 Stunden Reise. Eine 5 Stunden Reise. Hat fahren. Böte, 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 böte. Ausweichen. Ausweichen, kann man ausweichen? Cool, man kann ausweichen. Dass man nicht jeden Kampf hier machen muss. Als wenn er die Person kennt. Natürlich, warum nicht? Jeder kennt die Geschichte. Wisst ihr? Aber man könnte sagen,
dass ich sie sozusagen gefunden habe. Die Andares sind eine sehr wohlhabende und alte Linie, die aus den entlegenen Bereichen von Cannabis stammt. Dort befindet sich auch ihr Familiensitz und Ländereien. Wenn Mendev früher einen Zwist mit Sarkoris oder einem der dortigen Clans hatte, verteidigte Graf und Gräfin Andare die Grenzen mit ihren Soldaten. Ihr Hauptwohnsitz ist Himmelsrand. Kommt bekannt vor. Er steht noch heute nördlich von hier an der Straße nach Driesen. Aber dort lebt niemand mehr. Vor ungefähr 10 Jahren fand auf dem Anwesen eine große Feier statt. Die Mutter und der Vormund der derzeitigen Grafen luden die Reichen und Mächtigen zu seinem Geburtstag ein. Die gesamten andere Clan sowie zahlreiche andere Adelige waren versammelt. Und dann, ohne Warnung, schlugen die Dämonen zu. Wir konnten eine so perfekte Gelegenheit, derartig viele großen Dynastien von Mendev mit einem Schlag auszumerzen, einfach nicht verstreichen lassen. Es bestand sogar die Chance, dass die Königin selbst auftauchte, da sie ebenfalls mit dem Grafen verwandt war. Als man nichts mehr von dem Anwesen hörte, wurde ein Trupp von Inquisitoren entsandt, um Nachforschungen anzustellen. Sie brachen die Tore auf und entdeckten ein Haus voller Leichen. Sie starben alle, sagt Joran traurig. Diener, Wachen und Gäste, darunter auch von ihrem Idee auserwählte Kleriker und Paladine. Die Dämonen hatten eine magische Seuche entfesselt, furchteinflößend und sonderbar, wie es bis dahin nie eine und auch seitdem eine mehr gegeben hatte. Und inmitten von all dem stand anderen Arindai, der einzige Überlebende. Der Graf hatte von klein auf eine Gabe für göttliche Magie, vor allem für Heilzauber. Und das muss der Grund gewesen sein, warum er nicht zusammen mit den anderen starb. Er hatte selbst keine Erklärung dafür, weshalb er die Krankheit überlebt hatte. Ich habe ihn an jedem Tag gesehen, als man ihn in die Stadt brachte. Blass und nahezu geistesabwesend. Und das ist die Geschichte. Seitdem ist der Himmelsrand verlassen, versiegelt vor der Außenwelt. Bis heute haben die Leute Angst, in seine Nähe zu gehen. Okay. Möge Tor über euch wachen, falls ihr etwas von mir benötigt, zögert nicht vorbeizukommen. So. Gut. Zur Taverne. Wen haben wir denn hier? Lan. Hilvar Anibia. Haben wir eigentlich nur irgendeine spezielle Mission? Mal abspeichern, sicherheitshalber. Reden wir mal mit den beiden hier nur. Anibia verschmilzt in ihren gedeckten Farben. Nahezu perfekt mit ihrem Hintergrund. Sie wirkt entspannt, aber ihr unsteter Blick nimmt alles um sie herum auf, um potenzielle Bedrohungen zu entdecken und zu verfolgen. Verräterisch ist lediglich, wie sie mit den Fingern auf ihre Hüfte neben der Waffenscheide trommelt. Von Verwundung ist nichts zu merken und sie legt ihr Gewicht selbstbewusst auf ihr vormals gebrochenes Bein. Das ist aber schnell geheilt wieder. Sie gibt vor, dich jetzt erst zu bemerken, obwohl sie dein Kommen schon von Weitem beobachtet hat. Oh hey, seht nur, wie sie mich zusammengeflickt haben. Jetzt kann ich wieder laufen, springen oder tanzen, wie es mir beliebt. Es gab einige, die ich überprüfen wollte, aber hatte keine Zeit dazu. Falls es wirklich ein Kultistenversteck gibt, wäre es gut, wenn ihr dort eindringen und ein paar Köpfe einschlagen könntet. Ihr brauchtet dazu nicht einmal einen Durchsuchungsbefehl. Anivia lächelt dich verschwörerisch an. Alles klar, cool. Da wäre zunächst der Seidenfaden. Das ist ein merkwürdiger kleiner Schneiderladen, der keine Aufträge annimmt und niemals Stoffe einkauft, aber trotzdem immer schwer beschäftigt ist. Gut beschäftigt sind sie wohl wirklich, aber genäht wird da bestimmt nicht. Nummer 2 ist das Alchemiegeschäft, Topas Lösung. Er handelt mit allem, nicht nur Heiltränken. Angesichts der Zutaten, die sie auf dem Schwarzmarkt erstanden haben, stimmt etwas nicht mit dem alchemistischen Ritualen dort. Da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen
schneller durchklicken hier. Will das mal Chance haben, ne? Habt ihr kennengelernt? Danke für eure Antworten. Eine ziemlich abgehauen. Ja, probieren wir es. Das stimmt, haha, für euch nur das Beste. Okay. Ich hatte das mit Humor genommen. Welche Pflichten habt ihr in Adlerwacht? Offiziell gar keine. Ich bin nicht einmal eine Ritterin. Wisst ihr, ich hänge nur herum. Ihr seid ihr sicher, dass ihr die Einzelheiten wissen wollt? Bin mir nicht sicher. Das Ergreifen von. Ja. Ich bin überrascht, das ist jetzt so ein Spionin, kurz gesagt. In Ordnung, passt gut auf euch auf. Abspeichern. Mit Irabef reden wir jetzt mal kurz. Ich danke euch dafür, dass ihr die geschätzten Bürger von Canabris gerettet habt, obwohl es nicht alle verdient haben. Immer dem möge mir meine Worte verzeihen, Irabef. Wirft Graf Arende, der an einem Tisch in der Nähe sitzt, einen bedeutungsvollen Blick zu. Natürlich meine ich das nicht ernst. Aber es erstaunt mich dennoch immer wieder, dass gute Leute untergehen, während die weniger guten sich aus unglaublich und überraschenden Beständen entpuppen. Das passt gar nicht zu ihm. Der Kreuzzug hat zwar Tradition im Adel von Mendev, aber deren Eintreff an Arendae hat im Kampf gegen Dämonen noch nie ein gesteigertes Interesse. Der Graf hat einen gewissen Ruf in Mendev. Er ist zwar alles andere als ein angenehmer Zeitgenosse, aber auch nicht für irgendwelche Schurkereien bekannt. Der Graf führt ein bequemes Leben im Kreise einer Riege von Speichelleckern, die er nur zu gern auf seinen Befehl hin über die Königin lästern. Überdies ist er ausgesprochen nachtragend. Einmal war da ein Held aus den ersten Kreuzzügen Serlant, ein gütiger und ehrbarer Mann. Nach seiner ruhmreichen Laufbahn als Soldat wurde er zu einem weisen Mentor der jüngeren Generation. Irgendwie verdarb er es sich mit dem Grafen. Vielleicht hatte er ihm einen Vortrag über seine faule Lebensweise und die Sinnlosigkeit seines Daseins gehalten. Nach Serlants Tod erstand der Graf einen Teil seines Anwesens und ließ den Helm des Ritters zu einem Nachttopf schmieden. Und natürlich behielt er diesen kleinen Streich nicht für sich. Die Königin fühlte sich dadurch besonders gekränkt, weil Serlant ihr treuester Waffengefährte gewesen war. Ich erhielt genau in dem Augenblick einen Auftrag von ihrer Majestät und war zugegen, als sie vom Schicksal des Helms erfuhr. Es war nur eine Kleinigkeit, aber der Kummer der Königin über diese Verhöhnung des Vermächtnisses ihres Freundes war deutlich zu sehen. Das ist der Charakter unseres Grafen, und was sein Talent zum Überleben angeht, kennt ihr die Geschichte von Himmelsrand? Er war das einzige Mitglied seiner Familie, das mit dem Leben davon kam, als die Dämonen im Anwesen der Arandares eine magische Seuche beisetzten. Alle Einzettel kenne ich nicht, auch nicht. Es ist schon eine Weile her. Ich war zu der Zeit Söldnerin und hatte mit Canabris nichts zu tun. Ich weiß nur, dass zu Darians Geburtstag ein großes Fest anberaumt war und man die gesamte Verwandtschaft von weitere erlesene Gäste eingeladen hatte. Jemand setzte auf dem Anwesen eine geheimnisvolle Krankheit frei, an der alle starben, einschließlich der Diener, der Wachen und mehrerer Kleriker und Paladine. Doch der junge Graf überlebte, aufgrund seiner Heilfähigkeit vermute ich. Daeran, wir nennen es ab sofort Deran. Dieser Name macht mich wahnsinnig. Verfügt über ein ungewöhnliches und großartiges Talent, obschon die Anwendung seiner Fähigkeiten viel zu wünschen übrig lässt. Irabes macht ein finsteres Gesicht. Wer weiß, vielleicht eine Familienangelegenheit. Der Graf ist ein Vetter zweiten Grades ihrer Majestät oder so. Vermutlich verärgert er aber einfach nur gerne andere Leute. Vorzugsweise Kreuzfahrer und Diener von Imede. So geht denn, möge Imede über euch wachen.